Girls of Tomorrow. Wir alle sind gefragt, die Folgen der Klimakrise abzuwenden und Klimagerechtigkeit sowie eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Dafür ist es wichtig, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu schaffen. Junge, politisch engagierte Menschen und Entscheidungstragende können hier Einfluss nehmen und die Weichen stellen. In diesem Zusammenhang sind im Forschungsprojekt Tales of Tomorrow Geschichten und eine Vision entstanden. Geschichten, die dazu anregen sollen, Veränderungen anzustoßen. Hören Sie in Folge eine dieser Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. Ich tanze durch die Nacht. Alle Augen treffen auf mich. Es ist ein rauschender Ball. Unter die glitzernden Lichter der Disco-Kugel gehöre ich hin, umgeben von bewundernden Blicken. Davon träumte ich immer wieder, als ich in den folgenden Monaten verstaubt im Kasten hing. Die Jeans und die Herbstjacke waren auch nicht die gesprächigsten Partnerinnen. Sie hatten aufgegeben und hingen stumm neben mir. Mein Leben hatte ich mir so nicht vorgestellt. Schließlich steckt so viel Arbeit in meiner Herstellung. Dann, eines Tages öffnete sich die Schranktüre und ich wurde herausgenommen. Freudig dachte ich, jetzt komme ich endlich wieder auf einen Ball und darf mich zeigen. Aber nein, ich wurde grob in einen Sack gesteckt, gemeinsam mit der Jeans und der Herbstjacke. Der Sack wurde zugeschnürt, eng und heiß war es da drin und ich bekam Angst. Dann ein Ruck und alles um mich herum wurde schwarz. Als ich erwachte, hing ich unter dem grässlichen Neonlicht einer Lagerhalle. In meinem oberen Tüll klaffte ein langer Riss. Panik erfasste mich. Was passiert hier mit mir? Werde ich jetzt als Putzlappen enden und mein restliches Leben Böden putzen müssen? Und da erblickte ich sie. Eine ältere Frau mit rot gefärbten Haaren betrat die Halle und sah sich suchend um. Als sie vor mir stand, hielt sie inne und betrachtete mich mit prüfendem Blick. Dann ging sie weiter. Ich verblieb hoffnungslos auf dem Kleiderständer. Plötzlich drehte sie sich um, zeigte auf mich und rief, das nehme ich auch noch mit. In den darauffolgenden Tagen wurde ich gereinigt, gebügelt und zusammengenäht. Jetzt hänge ich zwischen einem anthrazitblauen Hosenanzug und einem kanariengelben Cocktailkleid in einem lichtdurchfluteten Raum im 17. Bezirk. An der Wand steht durchgetanzt, die Kleidervermietung. Vergangene Woche hat mich eine Studentin aus Wien ausgeführt und auf den Ball der Wissenschaften mitgenommen. Es war eine märchenhafte Ballnacht im prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses. Ich habe gehört, es gibt schon mehrere Vorbestellungen für mich. Welch ein Glück. In ruhigeren Nächten frage ich mich immer wieder, was wohl aus der Jeans und der Herbstjacke geworden ist. Hoffentlich ist es Ihnen auch so gut ergangen wie mir. Das Projekt Tales of Tomorrow wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programs ACRP gefördert. Im Forschungsprojekt arbeitete ein Team der Umweltbundesamt GmbH und der Universität für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen sowie alle Geschichten zum Download gibt es auf unserer Website talesoftomorrow.boku.ac.at.